denke schon, dass ich von der Motivation her verschiedene Gründe in mir drin habe. Erstens mal, vielleicht wollen wir beweisen, was man in diesem Alter immer noch leisten kann. Vorleben, dass man halt trainieren muss, dass man muss säen, bevor man ernten kann, bevor man eine Selektion arbeiten kann, bevor man vielleicht sogar eine Medaille abholen kann. Wenn ich mit den Jüngeren trainiere und die manchmal staunen, was ich hier noch alles zurück bringe, dann ist das sicher auch Motivation. Und ich würde sagen, die erste Stunde von meinem täglichen Training gehört meiner Fitness und meiner Lebensqualität. Und die ersten weiteren Stunden, die es dann manchmal halt noch braucht, sind dann halt für den Spitzensport. Ja, es wäre ein schönes Ziel, wenn ich das Paralympics 2020 Tokio arbeiten könnte. Das wären meine 10. Sommer Olympischen Spiele. Es könnte sich ein Kreis schliessen mit meiner langen Japan-Geschichte, die 1983 angefangen hat. Und da ist das natürlich eine grosse Motivation. Es geht gar nicht anders. Der Wettkampf ist dann wichtig. Aber vielleicht doch nach 2020, wenn der Wettkampf dann nicht mehr so eine Bedeutung hat, wird der Genuss noch viel mehr im Vordergrund stehen können.